Das Kernkraftwerk Betznau ist seit knapp 50 Jahren in Betrieb. Die Anlage wird ständig überprüft und regelmäßig nachgerüstet. Seit der Inbetriebnahme wurden 2,5 Milliarden Franken investiert. Anlässlich geplanter Ultraschallmessungen wurden 2015 Unregelmäßigkeiten im Material des Reaktordruckbehälters aufgezeichnet, die bewertungspflichtig waren. Daraufhin verlangte die Aufsichtsbehörde ENSI weitere Untersuchungen. Der Reaktordruckbehälter ist eine nicht austauschbare zentrale Komponente eines Kernkraftwerks. Er enthält die Brennelemente und steht im Betrieb bei hoher Temperatur unter hohem Druck. Der Behälter wurde in einzelnen Ringen geschmiedet. Die Unregelmäßigkeiten wurden im unteren Drittel der Ringe B und C sowie in Ring E gefunden. Dabei handelte es sich um kleinste, millimetergroße Einschlüsse im Stahl. Hergestellt wurde der Druckbehälter in den 1960er Jahren. Es ist üblich, dem Stahl während der Herstellung zur Bindung von Sauerstoff Aluminium beizufügen, was zur Bildung von Aluminiumoxideinschlüssen im Stahl führt. Die Mitte 2015 gefundenen Einschlüsse lagen genau an denjenigen Ringstellen, an denen Aluminiumoxideinschlüsse vermutet wurden. Die Prüfung der Herstellungsdokumentation, eine breit gefächerte Ursachenanalyse und umfangreiche Untersuchungen am Material bestätigten dann auch, dass es sich um Aluminiumoxide handelte. Axpo ließ den Ring C im gleichen Herstellungsverfahren der 1960er Jahre herstellen und analysierte dann den neuen Ring. Es zeigten sich die gleichen Einschlüsse wie beim Originalring. Daraufhin konnte durch Materialtests nachgewiesen werden, dass die Festigkeit des Druckbehälters von den Aluminiumoxideinschlüssen nicht beeinträchtigt wird. Die Untersuchungen wiesen auch unter konservativsten Annahmen eindeutig nach, dass die Sicherheit des Druckbehälters für 60 Betriebsjahre nach wie vor gegeben ist. Zusammenfassend lässt sich also sagen, bei den gefundenen Einschlüssen handelt es sich um Aluminiumoxide, die bei der Herstellung des Druckbehälters entstanden sind. Die Einschlüsse sind nicht auf den Betrieb der Anlage zurückzuführen, sie sind nicht strahlungsbedingt. Die Einschlüsse haben auch bei konservativsten Annahmen keinen Einfluss auf das Versprödungsverhalten, die Festigkeit und die Sicherheit des Druckbehälters. Dieser Sicherheitsnachweis wurde von der Aufsichtsbehörde unter Einbezug international führender Experten bestätigt. Damit sind alle Erfordernisse für den sicheren Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Betznau erfüllt.